Da sind wir wieder. Da. Und es geht auch rasch weiter. Oh, damn. Oh, snap. Don't lose your hands, huh? Handsome. Oh, snap. Verdammt, das habe ich falsch gemacht. Yes, Gravity Suit. Die Mucke. Ja. Der Gravity Suit ist ziemlich armselig, glaube ich. Ja. Muss ich mal so sagen. Nee, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ich glaube, Team Ninja mag einfach keine lilanen Anzüge. Aber ich finde es gut, dass es noch den Hayabusa-Mode gibt, wenn man es einmal durch hat. Rio Hayabusa? Ja, dann kann man mit Rio durchspielen. Ja, das ist echt nice. Okay, genug rumgeblödelt. Das ist echt cool, wie der mit seinem Katana Ridley durchsäbelt. Ich finde trotzdem, ich finde es gut, dass Team Ninja noch echt viel Metroid an dem Spiel gelassen hat. Ja. Also es sind natürlich ein paar Sachen, da sagen vielleicht schon Fans, okay, das ist ein bisschen krass hier, mit Selbstheilung und Items droppen nicht von Gegnern und so. Das stört mich da nicht mal. Nö, das macht das Gameplay eigentlich ein bisschen schneller. Das Einzige, was in dem Spiel halt ein bisschen der Kritikpunkt ist, dass du nicht wirklich selber entdecken kannst, weil du irgendwann zu irgendeiner Stelle kommst und nicht weiterkommst und dann kriegst du das Equipment direkt verpasst, damit du weiterkommst. Ja. Das ist das Einzige, was mich stört. Macht das Spiel aber natürlich auch besonders, ne? Also so hätte ich mir halt vor Prime, wenn ich jetzt... Ja, das ist eigentlich so von der Idee her Metroid-artiger mehr als Prime, ja. Deshalb, ich finde das für eine Third-Person-Umsetzung für ein Metroid-Spiel richtig gut gemacht. Damn you! We killed you before! So ekelhaft. Ja, mit der deformierten Fresse. Oh, guck mal. Jetzt ist natürlich doppelt angesickt, weil man jetzt seine Gravitation widerstehen kann. Trotzdem. Und seine Kugeln sind größer geworden. Ja. So Babygeräusche, ne? Mhm. Finde ich aber auch geil gemacht, wie stumpf das alles ist mit dieser Gravitation, ne? Und wie klar der Sound wieder wird, wenn die Gravitation wieder normal ist. So, man muss jetzt einfach nochmal auf ihn schießen. Ist ja billig. Er hat keine Energieleiste, ne? Nö. Ich hätte echt gemacht, dass man bei dem Kampf irgendwie noch diese Fünfermesser jetzt einsetzen muss, irgendwie. Irgendwas im Raum irgendwie damit abzuschießen. Ja. Wobei ich finde die irgendwie schon mal nervig. Ja, ich auch, aber. Der Kampf hat ja aber quasi echt, man hat die bekommen. Raffinesse. Man hat die Dinger bekommen und muss die überhaupt nicht benutzen. Ne? Einmal. Ich weiß, warum die Energieleistung nicht da war. Man muss mal in die Ego-Sicht gehen, damit die überhaupt die gescannt sind, ne? Ja. Was quasi nie im Spiel erklärt wird. Das war aber nicht. Ja, ne. Oh. Ach, schwarzes Loch. Ja. Cool. Ich glaube, das dissipiert nicht. Doch.
Ja, jetzt ist es weg. Brutal. Headshot. Meinst du, er erwacht nochmal zum Leben? Leider nicht. Doch, bestimmt. Hallo, X-Kern? Ja, doch. Aber nicht in diesem Spiel. Selina, hallo. Ich würde auch mal sagen, das Let's Play hat gar nicht mehr so viele Teile. Ich würde schätzen, 3 Stück noch. Dann sind wir durch. Ja. Bin ich irgendwie wieder ein bisschen traurig drum. Ich bin aber einerseits auch wieder froh drum, dass wir noch ein Let's Play fertig gemacht haben. Ja. Also sind echt schon sehr viele, wenn ihr euch in unserem Kanal mal umschaut. Jetzt brauchen wir nur noch Viewer. Ja. Wir haben Silent Hill, Shattered Memories gespielt. Wir haben Shadow of the Colossus gespielt. Wir haben Shadows of the Damned gespielt. Wir haben Resident Evil 4 gespielt. Wir haben Mega Man 10 gespielt. Wir haben... Auch gut. Hä? Metroid Other M gespielt. Hab ich was vergessen? Nicht mehr gefühlt. Ne. 6 Spiele haben wir schon Let's Played. Was ist da? Ein Regenerationstank. Wow, den hab ich total vergessen. Ja. Und noch viele Let's Plays werden natürlich auch folgen. Vielleicht noch was Aktuelleres, wenn wir was Aktuelleres da haben. So ein Last Story Let's Play müsste ich mir jetzt nicht reinziehen. Nee. Das ist irgendwie schon attraktiv, finde ich. Dauert auch viel zu lang. Also wir spielen echt lieber Spiele, die so ein bisschen klassisch gehalten sind und die man auch, die auch beim Gucken, glaube ich, ja, die man auch sehen möchte auch. Ich glaube, niemand hat Bock, irgendwie so random RPG-Battles irgendwie 5 Stunden lang zu sehen. Das ist ätzend. Das war bei Terranigma auch schon teilweise hart. Ja. Nicht, dass Terranigma ein schlechtes Spiel ist, aber es ist nicht wirklich gut geeignet fürs Let's Play. Ja. Es hat halt ziemlich viel Story und das Gameplay ist halt auch recht überschaubar. Was zur Hölle? Ich denke mal, das Downpour hätte sich auch für ein Let's Play richtig gut geeignet. Ja. Vielleicht hole ich es mir auch irgendwann mal, wir machen eins dazu. Aha, ich schätze mal, das wird in nächster Zeit ziemlich billig werden. Ja? Warum? Ich glaube schon. Das unbedingt. Weil es sich nicht so gut verkauft. Tut's auch nicht. Also ich sehe es millionenfach im Laden umstehen. Unser nächstes Let's Play wird wahrscheinlich Mario Galaxy 2 sein. Echt 2? Warum nicht? Ich lieber 1. Musst du ja im Endeffekt wissen. 2 ist neuer. Hm. Ist, ja, ein dummes Argument, aber. Ah! Dammit! Die mussten da gar nicht einsetzen. Gibt's aber ein Item für. Oh nee, jetzt müssen wir das nochmal machen, damit man da reinkommt. Oh wow. Okay, Paper Mario, legst du für dich. Message. Wow. Mein Gott. Das hat sich doch mal nicht gelohnt. Gehe ich hier überhaupt gerade richtig? Ich weiß es nicht. Denk mal schon. Ich muss einfach aus dem Sektor raus. Ja. Und zurück in die Biosphäre. Warum konnte Nintendo auf der Gamescom, auf der Gamescom sage ich schon, auf der E3 nicht uns ein bisschen versüßen, indem sie einfach irgendwie so ein HD-Match mit oder so gemacht hätten? Wäre von der Arbeit nicht so extrem intensiv wie ein 3D-Titel? Du meinst ein Remake oder was? Nö, kein Remake. Halt neues Spiel, aber halt HD. Aber ich bin echt gespannt, was in so ein paar Stunden der 3DS noch zu bieten hat. Ich denke mal nicht wirklich viel, aber ich hoffe, dass da noch irgendwas bei ist, wo wir sagen, okay. Okay. Gut, dass wir keine Wii U kaufen müssen, sondern einfach nur ein 3DS spielen. No. Ja, ehrlich, also ich bin da echt zufrieden, wenn ich nur 45 Euro latzen muss für ein qualitativ gutes Spiel, anstatt mir jetzt die Wii U zu kaufen und dann dafür ein gutes Spiel kaufen muss.
Ja, das Problem ist nur, qualitativ hochwertig reicht mir nicht. Wie meinst du das? Das muss schon irgendwie nach meinem Geschmack sein, ne? Also qualitativ hochwertige Spiele gibt es ja, glaube ich, zuhauf. Für 3DS meine ich. Ich habe, glaube ich, alle. Ich glaube, ich habe echt alle qualitativ hochwertigen Spiele. Das Resident Evil, Mario Kart. Nein, du hast nicht Samurai Warrior? Warrior? Ja, ich hab's aber gespielt und es ist scheiße. Hallo? Wo? Ich hab, ist das das, wo es auch Samus und Link gibt? Das ist, glaube ich, für die. Ja, es kommt auch noch. Das kommt noch. Dynasty Warriors, das glaube ich. Ja. Samurai Dynasty? Keine Ahnung. Na, was auch immer. Auf jeden Fall ist das gekauft, das Spiel. Ja. Genauso wie ich mir Soul Calibur Legend gekauft habe für Wii, nur weil es da Leute gibt. Und weil es Soul Calibur ist, halt? Ja, gut. Und weil das Spiel extrem gut ist. Ja. Wir müssen doch unseren Koop-Speedrun üben. Hallo, die Stelle mit den Brocken, die haben wir schon ganz gut gemacht, finde ich. Sollen wir heute noch ein bisschen Revelations spielen? Ich hab mal wieder Bock drauf. Kann man machen. Leider nicht. Ja, dann lassen wir es halt. Ich muss auf die Toilette. Obwohl, spielen wir erstmal das Spiel zu Ende und danach gehen wir auf Toilette. Also ich. Vor allem dann erstmal Essenstime. Ja, Essen auf jeden Fall. Oh, ey, ja, da freue ich mich drauf. Mixed Maggis. Ich habe schon viele Metroids gespielt. Und immer waren sie warm und lecker. Ah, oh, ich liebe den Speed Boost. Ah, oh, fuck yeah. So ein gutes Gefühl. Weißt du, was auch extrem geil wäre? Nein. Wenn die so ein, wenn die echt so eine Art Cave-Story-Mix machen würden, gepaart mit so ein bisschen Minecraft. Also nicht wirklich das, aber so, dass du selber halt, dass es halt einen riesigen Server gibt. Dass irgendwelche Leute irgendwo, also du kaufst ja halt das Modul für den 3DS und kommst random in diese riesige Welt rein und es gibt halt einen Platz für dich und jeder, der irgendwie das Spiel hat, kriegt um sich rum generiert eine Art Raum, halt ein riesiges Areal, wo der machen kann, was er möchte. In diesem Areal kannst du dann irgendwie die ganze Zeit farmen, kannst die ganze Zeit entdecken und so und kannst später dann halt dann so selber Sachen dir bauen, das aber alles Sidescroller-mäßig ist und das halt so ein Editor dabei ist. Dann kannst du dir so eine eigene Spielwelt aufbauen und kannst du so kleine Dungeons machen, wo die Leute erstmal zu dir hinkommen können, irgendwie, um mit dir so Sachen zu tauschen oder so. Ja, das wäre schon wieder so Sandbox-mäßig halt. Das ist halt lustig, dann so ein bisschen rumzuspielen, aber nach einer Zeit ist es sowieso wieder langweilig. Und es gibt natürlich dann auch Nintendo-Dungeons, die du dann entdecken kannst und das sind dann halt dann so echt so voll die Castlevania-Level oder voll die Metroid-Level. Einfach so Side-Scrolling-Sachen, wo du echt Plattformen musst und wo es echt Endgegner gibt, die du auch im Koop machen kannst. Metroido! Ist ja das so geil. Ich würde das Spiel direkt kaufen. Ja, ich würde es wahrscheinlich auch einfach so wegen dem Fan-Faktor kaufen, aber... Ja, aber sowas hört sich für mich total interessant an. Echt? Eine Sandbox, ja? Mensch, diese Sandbox. Nur weil du selbst was bauen kannst. Das Spiel hätte unendlich Content, weil du dann auch irgendwie, das kann ja ein ganz normales Kampfsystem haben, dass du halt ein paar Waffen tragen kannst und dann halt schlagen kannst mit den Waffen. Aber 2D-Sidescroller-mäßig. Du killst dann halt irgendwelche Gegner, die droppen dann irgendwelche Materialien. Und mit den Materialien kannst du dann halt passiert? So... Oh, Ridley gibt's ja immer noch. Stimmt, der ist ja geflohen. Gerade ganz daran erinnern an die Szene. Schon. Echt? Ach doch, ja. Jetzt ich auch. Ridley hat seine Meisterin aufgesucht.
Und dass man halt dadurch dann auch solche Sachen, die die Gegner droppen, sich so Sachen auch fertigen kann und dann später halt echt so Tore erschaffen kann, wo irgendwie die Gegner erschaffen werden. Dass halt echt so einen kleinen Dungeon bauen kannst, wo Gegner rumlaufen. Die aber für dich da nichts mehr droppen können, sondern nur für andere Mitspieler. Das heißt, du musst gezwungenermaßen andere Mitspieler aufsuchen, um in diese Dungeons von denen zu gehen. Die sind nicht zufallsgeneriert, sondern die baust du selber. Ich weiß gar nicht, wann der nächste Save Point hier kommt, aber ich glaube, es ist eine Weile. Echt? Das ist doch jetzt gleich schon. Wir können gleich nochmal Cut machen, wenn wir an 16 liegen. Ja, deshalb sage ich das ja gerade. Sollen wir Cut machen? Oh, was ist denn dieser Typ? Nein, das wäre billig. Stimmt, wir hatten noch nie Cliffhanger bei irgendwelchen Let's Plays. Falls ihr meine Idee mit dem Side-Scrolling Minecraft-Sandbox-Gaming mit geilen Dungeons und so von begeistert seid, dann schreibt es einfach, weil ich finde die Idee gut. Und das wäre eigentlich viel besser als der ganze Scheiß, der gerade produziert wird. Hallo? Nichts ist besser als Nintendo Land. Hey, die hätten wirklich daraus einen richtigen Freizeitpark machen sollen. Drück doch mal Home, dann mache ich nochmal einen Disturber. Oh, was passiert jetzt? Disturber? Sind doch erst bei 17 Minuten. Ein empty shell. Das ist echt einfach immer die gleiche Kacke laufen. Ja, so also bei jedem Mist. Obwohl macht sie ja. The baby! The baby! Rüttel! What kind of habit? Oh no. Rüttel. Ja, ich würde mal sagen, der Gute, ne? Ja. Hängt da mal depressiv in der Ecke rum. Ja, frag mich warum. Der macht, glaube ich, so eine Metamorphose. Das denke ich immer. Ach Quatsch, macht der nie. Danke, Metamorphose, siehst du. Oben, schade. Ich weiß. Ich habe nur leider einen Speed Boost. Futuria-mäßig. Ja. Wie geil das ist. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich schon. Auf Fahrt sind die alle One-Hit. Echt? Ja. Und ja, ich schon. Du bist jetzt in Hart schon zweimal gestorben. Ja. Fuck! Wie sieht das richtige Ding an? Didung, didung, didung. Ja, kommt ja gleich. Elegant. Ja. Bis demnächst. Tschüssi.